besitos. Ja, starten. Ich denke, dass ich am Ballstart bin, das Aufbauspiel. Schwächen auf jeden Fall Kopfball. Zweikampf ein bisschen, könnte ich mich verbessern. Emotional, ja, da gibt es ein paar, wo ich in der Regionalliga Meister geworden bin und aber nicht so in der Relegation dann gescheitert bin. Ja, aber auch ein Moment, das ich nie vergessen kann, ist mein erstes Bundesligaspiel, bei dem ich gleich mein erstes Tor geschossen habe. Ich hätte mit der Schule weitergemacht, bestimmt. Und ja, irgendwie vielleicht weiß es nicht, was ich so spontan, aber damals vor nicht 10 Jahren, wenn ich die Entscheidung getroffen hätte, ist jetzt schwer zu beurteilen jetzt in dieser Zeit, aber vielleicht hätte ich es mit einem mit dem Medizinstudium probiert, nach der Matura, aber ja, irgendwas halt studiert, was mir damals vielleicht am nahesten wäre oder was mir am meisten imponiert hätte. Ich verbringe die meiste Zeit mit meiner Familie, meiner Frau und meinen 2 Söhnen. Der zweite ist erst seit Donnerstag. Und mein primäres Ziel als Fußballer jetzt ist, mit FC Karabakh Wien den Aufstieg zu schaffen und natürlich so lange wie möglich und so viele wie möglich Erfolge mit FC Karabakh Wien zu haben. Weil mich die Vision beeindruckt hat. Also, die Ziele sind klar und es ist auch in mancher Hinsicht sind familiär aufgebaut, was mir eigentlich wichtig ist im Fußball.